Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf unserer Internetseite breslev.co.il. Mein Name ist David, mein Nachname ist Kraus. Wir befinden uns im wunderschönen Jerusalem. Und ich bin wie immer super gut unterwegs, also absolut gut drauf. Denn ihr seid mit mir und wenn ihr mit mir seid, will ich ihn hochfahren. Wir loben unseren lieben Gott für das tolle Wasser, das er uns schenkt. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nehiya bidvaro. Doch. Was ich sagen wollte, eine Frau lacht einen Mann an, sagt sie ihm. Sie lacht ihn so an. Und dann sagt der Mann zu ihr, wow, sie haben ja eine Frau sowieso. Sie haben ja ein richtig schönes Lächeln. Und dann sagt sie, sie ist Schmeichler. Und dann sagt er so, nein, ich schmeichle nicht, ich bin bloß Zahnarzt. Deswegen, dein Lächeln spricht mich an, ich bin Zahnarzt. Schau vorbei. Der Satte Shem, wir befinden uns heute mitten im Monat Av. Der Monat Av bis zum 9. Av, der jüdische Monat Av bis zum 9. Tag des Monats Av. Der 9. Av ist ja der Fastentag für uns Juden, an dem wir alle fasten. Und das ist der traurigste Tag überhaupt. Das bedeutet, wir sitzen richtig am Boden und wir sind richtig traurig und weinen und essen nichts und trinken nichts und waschen uns nicht und kleiden uns wie Trauernde. Ohne Schuhe gehen wir barfuß sogar. Oder nur mit Stoffschuhen oder Plastikschuhen. Der Tag kommt jetzt, und zwar, das ist dann nächste Woche am Dienstag. Nächste Woche am Dienstag, jetzt habe ich mein Mikrofon vergessen hier anzustecken. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Wenn nicht, dann habt ihr mein Lächeln gesehen. Auf alle Fälle, nächste Woche am Dienstag ist dieser Fastentag und deswegen wird nächste Woche kein Shiur sein. Auf alle Fälle, der Napoleon, der war mal unterwegs. Der war unterwegs damals und in Frankreich hat er dann gesehen, wie Juden so auf der Erde sitzen und weinen und Trauerlieder vor sich hin summen. Und er war ganz überrascht, was ist denn los? Und er fragte dann einen, warum weinen er die? Was ist los? Und dann hat man ihm erzählt, der Grund, weshalb sie weinen, ist, dass vor 2000 Jahren ist in Jerusalem, wurde der Tempel zerstört durch die Römer. Und deswegen weinen sie jetzt, weil immer noch kein Tempel steht. Und dann sagte Napoleon, boah, dieses Volk hat Zukunft. Denn wenn sie zu ihrer Vergangenheit so stehen, die Vergangenheit so ausleben und weinen, was vor 2000 Jahren waren, werden diese hat eine Riesenzukunft, dieses Volk. Denn wer seine Vergangenheit kennt, sie lebt, der hat auch eine Zukunft. Und das ist die Message für uns. Alles Spirituelle, das ist unsere spirituelle Vergangenheit. Selbst für jemanden, der keine hatte, weil er jetzt ungläubig lebte. All das befindet sich wo? In unserer Tora. Alles, was in der Tora steht, in den fünf Büchern Moses, im Talmud und so weiter, all das, was sich darin befindet, das ist im Prinzip unsere Vergangenheit. Ich war da dabei, ich war da dort.
Ich war da selbst dabei. Du warst dort. Du. Eben deswegen ist es sehr wichtig, dass nächste Woche sich jeder bemüht, für den Tempel zu weinen. Was heißt für den Tempel zu weinen? Ich sage immer, mich hat es immer gestört, ich muss jetzt sitzen und trauern für einen Tempel. Okay. Ich verstehe, das ist das Haus Gottes. Aber ich kann damit nichts anfangen. Weil ich war nicht im Tempel, ich habe keine Ahnung, wie der Tempel ausschaut. Der Tempel, es spricht auch nicht wirklich zu mir, denn wir leben in einer Generation von iPhones und so weiter und so fort. Und eben deswegen das haben unsere Weisen natürlich auch gewusst, unsere Weisen haben deswegen darauf hingewiesen, dass wenn in unserer Zeit der Tempel nicht erbaut wird, dann ist es so, als ob er jetzt in unserer Zeit zerstört wurde. Und jetzt kann ich durchaus etwas damit anfangen. Denn wenn ich jetzt hier aus dem Fenster blicke, ich habe hier richtig Kampf, ich könnte von hier den Tempel sehen. Wenn ich hier auf die Straße gehe jetzt, dann sehe ich die Al-Aqsa-Moschee. Die sich ja befindet direkt auf dem Tempelberg. Sagt Hashem, wenn Mashiach kommt, ist dort in der Tempel zu sehen, so wie ich jetzt die Al-Aqsa-Moschee sehen kann, werde ich bei Sat Hashem in Zukunft den Tempel sehen können. Jetzt kann ich ihn nicht sehen. Warum kann ich ihn nicht sehen? Weil er nicht existiert. Und eben weil er heute nicht existiert, ist es für mich ein Zeichen, dass er heute zerstört wurde. So sagten unsere Weisen, müssen wir das Gefühl bekommen, was überhaupt mit diesem Tempel los war. Wenn der Tempel heute also zerstört wurde, heißt es für mich, ich habe einen großen Mist gebaut. Ich habe meinen Anteil nicht dazu beigetragen, dass der Tempel heute steht. Was könnte der große Anteil sein, dass der Tempel heute nicht steht? Der größte Anteil ist die Nächstenliebe. Dem anderen zu helfen. Denn das ist ja der Grund, warum der Tempel zerstört wurde. Warum wurde der Tempel zerstört? Weil keine Nächstenliebe da war. Grundloser Hass, keine Unterstützung und so weiter und so fort. Und wieso erzähle ich euch das heute? Denn war ich eingeladen zu einer Brit Mila. Die Brit Mila, das ist eine Beschneidung. Jeder kennt die Brit Mila, die Beschneidung. In Deutschland war das debattiert, dass jeder, der die Beschneidung hat, ist eine ganz dicht. Er ist traumatisiert, so wie ich bin absolut traumatisiert. Ich wurde beschnitten und meine Eltern haben mich nicht gefragt. Bis heute kann ich das nicht verkraften, wie sie mir das antun konnten. Aber ich war heute bei einer Beschneidungszeremonie bei einer Brit Mila. Von einer Familie. Ich wurde eingeladen vom Opa und von der Oma, von diesem Enkel, der beschnitten wurde. Und woher kenne ich diesen Opa und diese Oma? Eine schöne Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Ihr wisst ja, ich bin ein Mann, der fliegt jedes Jahr zu Rosh Hashanah, also zum jüdischen Neujahrsfest, nach Uman, in die Ukraine, zu Rabbi Nachman aus Breslau, zu unserem süßen Rabbiner, zu unserem Rabbi. Unser Rabbi, Rabbenu Nachman aus Breslau, der in Uman begraben liegt, das Licht der Welt. Dort befindet es sich am Grab von Rabbi Nachman. Zu dem fliege ich jedes Jahr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, am Ben-Gurion-Flughafen in Israel ist dann immer richtig Stress. Denn jetzt 30.000 Israelis fliegen innerhalb von ein paar Tagen, wollen die alle nach Uman, in die Ukraine. Deswegen ist Der Flughafen ist, alle schauen so aus wie ich, alle fliegen. Und dann kann es natürlich schon mal vorkommen, dass es zu Verspätungen kommt. Jetzt bin ich geflogen. Das war mein erstes Mal. Was ich euch jetzt erzähle, das war mein erstes Mal, wo ich in die Ukraine geflogen bin. Das erste Mal, wo ich überhaupt, also da war ich noch nicht, da habe ich noch nicht wirklich so ausgeschaut. Mein erstes Mal in Oman.
Ich war nur ganz neu, man hat mich überzeugt davon und habe ich gesagt, gut, das schaue ich mir mal an. Gut, habe ich mir noch nicht so ausgekannt, deswegen habe ich einen Charterflug gebucht. Und dieser Charterflug hatte eine Verspätung von 12 Stunden. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ich hatte damals eh keine Lust, wirklich dahin zu fliegen. Jetzt sitze ich im Ben-Gurion-Flughafen, richtig angefressen von dieser ganzen, was da überhaupt los ist. Und man erzählt mir 12 Stunden Verspätung und ich kann nicht raus. Und ich, weil es kann sein, dass die Verspätung noch nicht 12 ist, sondern nur 3 und so weiter. Und deswegen, ich muss am Flughafen bleiben. Und ich werde verrückt. Und ich denke mir nur, was ist hier los? Und bin schon richtig angefressen und hab nicht geschlafen und ich war richtig sauer. Auf jeden Fall bin ich dann zusammen Infostand gegangen von der El Al, von der israelischen Fluggesellschaft El Al und habe zu ihm gesagt, passt auf. Ich warte keine 12 Stunden. Das geht nicht. Weil ich fahre lieber nach Hause. Ich bin bereit, mehr zu bezahlen. Hauptsache ist weg. Ich will hier weg, ich will in die Ukraine. Ich kann hier nicht sitzen. Ich bin nicht der Typ, der jetzt seit 12 Stunden am Flughafen sitzt und wartet, bis sie sagen, hallo, du kannst einchecken. Wann ist der nächste Flug? Und dann gab es ein Linienflug. Und mit Aufpreis konnte ich dann in diesen Linienflug rein. Und gut, und dann habe ich mehr bezahlt und bin dann in diesen Linienflug rein. Aber ich bin in diesen Linienflug rein, auch nach, ich glaube, 5-6 Stunden Verspätung. War ich immer absolut angefressen, immer noch. Und in diesem Linienflug, das ist also ein Linienflug in die Ukraine, kein Charter von all den Israelis, die nach Uman wollen, sondern ein Linienflug. Auch viele Israelis, die nach Uman wollen, aber auch Russen, Ukraine, ein ganz normaler Linienflug eben. Und dann bin ich so drin gesetzt in dem Flieger und ich war richtig angefressen und wollte einfach nur fliegen. So, und jetzt in der Mitte habe ich einen Platz bekommen. Links neben mir ein Koloss und rechts neben mir auch ein Koloss. Rechts wie links, boom, richtige Kolosse. Und ich in der Mitte, so bin ich gesessen. Ich konnte nicht mal so machen. So habe ich sitzen müssen, war richtig angefressen. Und wollte einfach nur fliegen. Ich habe gesagt, okay, das ist halt der Preis, den ich jetzt zahle, um nach Oman zu kommen. Okay, und dann sitze ich so da und dann sehe ich, wie ein alter Mann versucht, sein Handgepäck oben zu verstauen. Und er versucht es so reinzuhauen, so einzudrücken. Und ich sehe das, dass niemand schert sich um den alten Mann. Niemand hat sich darum gekümmert, niemand versucht ihm zu helfen und er schafft es einfach nicht. Ja, boom, und das und sell und drückt. Das ist ein wirklich alter Mann, ich glaube so 80 war er, richtig alt. Da habe ich zu dem Dicken, der neben mir gesessen ist, habe ich zu ihm gesagt, lass mir bitte kurz raus. Gut, dann bin ich aufgestanden und habe dem alten Mann geholfen. Habe dem alten Mann sein Handgepäck genommen, habe es ihn rein, habe es zugemacht, habe gesagt, hier, setz dich da hin, habe ihm ein bisschen geholfen, habe mich hingesetzt. Okay. Gut, am liebsten hätte ich eine Beruhigungstablette genommen, ich war immer noch total unter Strom. Und dann höre ich, wie die Frau, neben mir saß der Dicke, und hier war der Gang, und gleich da sitzt seine Frau. Jetzt sagt die Frau zu dem Dicken neben mir, du Schatz, ich würde am liebsten neben dir sitzen. Auf Englisch hat sie das gesagt. Du Schatz, das waren nämlich keine Israelis, das waren Russen. Oder Amerikaner, ich weiß nicht, sie haben Englisch gesprochen. Es waren keine Russen, es waren Engländer. Es waren Engländer, die in Israel waren und jetzt halt weiterfliegen nach in die Ukraine. Und dann sagt sie so zu ihm, Schatz, ich würde gerne neben dir sitzen. Jetzt höre ich das und ich sitze so da, kann mich nicht bewegen, aber dachte, super. Dann schaue ich so rüber, sagt sie, Lady, no problem, if you like, I will change with you my seat. Kein Problem, wenn du willst, dann tauschen wir einfach die Plätze. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Was immer du willst. Und sie, really? Und ich, really? Steh auf.
Super Platz habe ich hier, super Platz. Really? Natürlich wollte ich raus, aber im ersten Moment, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, warum nicht, setze ich mich halt um. Im ersten Moment wollte ich ihr wirklich helfen. Im zweiten Gedanken habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich hier rauskomme. Und auf einmal kommt die Stewardess. Die Stewardess. Kommt die Stewardess und schaut mich so an. Mit so einem ernsten Blick. Mr. Kraus? Ja? Wo ist Ihr Sitzplatz? Sag ich hier. Wo ich gerade sitze. Sagt sie, wo ist Ihr Gepäck? Dann sage ich, da oben. Dann macht sie auf und sagt, was genau? Das und das? Habe ich gesagt, ja, das und das. Sie macht wieder zu. Sagt sie mir, kommen Sie bitte mit. Jetzt stellt euch vor, wie unangenehm das ist. Du bist im Flugzeug. Alle schauen jetzt auf dich. Alle schauen dich an. Alle schauen dich an. Kommen Sie bitte mit. Und ich frage sie so, was ist das Problem? Gibt es irgendein Problem oder was? Sagt es mir nein. Mit einem ernsten Blick. Sagt es mir nein. Aber kommen Sie bitte mit. Und alle schauen mich an. Was für eine Blamage. Jeder kennt es, alle sitzen und jetzt hat derjenige, der jetzt gerade sein Handgepäck hochtun will, der bekommt es mit der Stewardess. Wie verstarrt bleibt er stehen und schaut jetzt auf mich und Ding, und es war super peinlich. Und ich gehe jetzt mit ihr mit. In Richtung Cockpit und ich denke mir, was ist denn da los? Und dann sagte sie zu mir, gut, und in Richtung Cockpit und dann gehen wir so durch von der Business Class in die First Class und in der First Class ganz nah zum Cockpit, sagt sie zu mir, hier, stopp. Sagt sie redet mit einem Soldatenton. Stopp. Hier ist ihr Platz. Und sie deutet auf einen Platz in der ersten Klasse. Sagt sie, hier ist ihr Platz. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Hab nicht verstanden, was sie von mir will. Dann sagt sie, hier ist ihr Platz, sie sitzen hier. Und ihr Gepäck, das sie mir gezeigt haben, das werde ich ihnen jetzt bringen. Und dachte, okay, gut, habe ich mich hingesetzt. Kurz, und dann kommt sie zurück mit meinem Gepäck und auch mit dem Dicken neben mir und der Frau. Und die sind neben mir gesessen, aber gegenüber jetzt, mir gegenüber. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Stewardess hat es gesehen, sie ist herangeeilt zu diesem alten Mann. Sie hat erkannt, dass ihm niemand hilft und sie konnte nicht durch. Und bis sie es dann geschafft hat, hat sie dann gesehen, dass ich ihm geholfen habe. Da habe ich einen Pluspunkt bekommen bei ihr. Und dann hat sie auch mitbekommen, genau da, wo die Frau sagt, ich würde gerne neben dir sitzen, ist sie genau vorbeigegangen und hat mitbekommen, dass ich zu dieser Frau sagte, du, wenn du tauschen willst, kein Problem. Gerne kannst du dich neben deinem Mann, kannst du Platz nehmen. Hat sie das alles mitbekommen. Es hat ihr so gefallen, diese Nächstenliebe, die Gott mich beschenkt hat, jetzt ausführen zu können, zweimal hier. Einmal mit dem alten Mann und dann ist der Tausch mit dieser Frau. Da hat ihr so gut gefallen, dass sie dann zu mir gesagt hat, hier kannst du dich Platz nehmen. Das bedeutet, mit dem ganzen Tralala, mit dieser Wartezeit, habe ich dann am Ende bin ich dann First Class in die Ukraine geflogen. First Class in El Al. Ich bin gesessen, in der Business Class, die Sitze, wo richtig ein richtig großer Sitz, viel komfortabler, wie eine richtige Couch und Ding. Und ich hab mich richtig zurückgelehnt. MP3-Player. Habe ich mir dann einen Vortrag angehört von der Wiener Shalom Aruch auf Hebräisch natürlich und war absolut relaxed. Und heute war ich bei diesem Dicken mit dieser Frau, die auch in erster Reihe waren mit mir, weil ihr hat es so gefallen, dass sie wollten ja auch mir helfen, weil die Frau und so weiter und die haben mich dann heute eingeladen. Damals haben wir uns ausgetauscht und heute hatten sie
die Brit Milat von ihren Enkeln und sie haben mich eingeladen und. Und deswegen erzähle ich euch das. Einfach die Nächstenliebe. Dass du siehst, dass du es lebst und fühlst. Die Not des anderen. Das Leid des anderen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und am Ende sitzt du first class. Und genau um das geht's zu weinen, wenn wir jetzt keinen Tempel haben. Wir haben jetzt keinen Tempel. Das bedeutet, heute wurde er zerstört. Das heißt, ich habe nicht genügend Liebe erwiesen. Ich habe mich nicht genügend bemüht, einem Menschen zu helfen. Ich war nicht genügend da. Ich habe nicht genügend für ihn gebetet. Ich war einfach nicht da. Und deswegen steht der Tempel nicht. Und eben deswegen geht's mir. Deswegen sitze ich in der Business Class, in der Economy Class. Absolut in eng und unangenehm. Wir müssen verstehen, dass wenn der Tempel steht, dann sitzen wir in der Business Class. Und diesen Tempel kannst du dir selbst schaffen. Du kannst schon mal beginnen damit. Indem du Nächstenliebe machst, indem du ein offenes Herz hast, offene Ohren hast, immer, dass du immer da bist, dass du versuchst, Menschen zu helfen. Menschen zu helfen. Da zu sein. Kleinigkeiten. Können. Alles Mögliche. Überall kannst du Menschen eine Freude machen. Überall. Heute war ich zum Beispiel, heute war ich auch mit meiner bezaubernden Tochter, habe ich ihr heute einen Ausflug versprochen und hab sie mitgenommen so ein Kinderabenteuerland. Und da gibt's auch so einen Spielautomaten. Nicht Spielautomaten, sondern so eine Spielhalle für kleine Kinder. Und du musst dir solche Chips kaufen, habe ich mir mehrere Chips gekauft, habe mit ihr alle verprasst. Und dann ist mir einer übrig geblieben. So, was kann ich jetzt machen mit dem einen? Ich kann ihn mir aufheben fürs nächste Mal. Ist ja nicht so, dass ich da nicht mehr hingehe. Ich werde sicher wieder hingehen. Aber ich habe dann, da werde ich nicht mit mir rumtragen, diesen Chip. Weil was will denn mit dem? Der geht dann eh nur verloren und was will denn mit dem? Da habe ich so einen Jungen gesehen, habe ich gesagt, komm her. Dann habe ich ihm den geschenkt. Und dann hätte ich sehen müssen, wie der Junge, als ob ich ihm jetzt 1 Milliarde Euro geschenkt hätte im Bar. Wow, du da. Vielen Dank. Und wie happy er war. Das ist das, die Kleinigkeiten. Kleinigkeiten zu geben, ist sehr, 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 sehr wichtig. Und jeder von uns weiß, dass um ein Haus zu bauen, müssen wir selbst beginnen, also ein Haus zu schaffen. Und dieses Haus, das es zu schaffen gibt für uns, ist das familiäre Haus zu schaffen. Jetzt gibt's Eltern, die streiten andauernd und dann lassen sie sich scheiden. Es gibt's alleinerziehende Väter, alleinerziehende Mütter. Das ist kein einfacher Job. Und Hut ab vor diesen alleinerziehenden Müttern und alleinerziehenden Vätern, wie die das schaffen, wie die das machen. Wirklich voller Hingabe und voller Herz und richtig aufopfernd da zu sein für das Kind, was keine leichte Aufgabe ist. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig und sehr, 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 sehr gut. Und Hut ab. Aber ich möchte heute mit euch eben reden über die Scheidung. Denn, wie ihr wisst, ich habe eine ganz klare Agenda. Eine ganz klare Wegweisung habe ich und die ist ganz klar Nein zur Scheidung. Denn eine Scheidung ist aus meiner Sicht total Idiotie. Du musst ja insbesondere, wenn Kinder da sind, ich sag's immer wieder und ich sag's auch jetzt, du musst dich eh immer arrangieren mit deinem Partner. Also wieso dich scheiden lassen? Wieso? Aber um das geht es jetzt gar nicht. Ich will viel mehr reden über die Auswirkungen auf das Kind selbst. Ein Kind. Was ist mit dem Kind,
dessen Eltern sich scheiden lassen. Ein Kind, das erfährt, dass seine Eltern sich scheiden lassen, das macht sich sofort für die Scheidung seiner Eltern verantwortlich. Sofort bekommt ein Kind ein absolutes negatives Adrenalin von Selbstschuldzuweisung. Er macht sich selbst fertig, erniedrigt sich, er gibt sich selbst die Schuld. Und eben weil er sich die Schuld gibt, versucht er anschließend sofort mit dem Projekt. Nämlich, das Projekt heißt für ihn, mit der Mission Impossible für ihn, nämlich die Eltern wieder zusammenzubringen. Und dieses Projekt führt zu sehr, sehr starken Schäden bei der natürlichen Entwicklung eines Kindes. Das ist ja ganz logisch, denn er wird es ja wohl kaum schaffen. Und auch hier habe ich eine Geschichte zu erzählen, die euch sicher gefallen, denn ein Kind geschiedener Eltern, das war bereits dieses Jahr 14 Mal in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus in Jerusalem wegen akuten Bauchschmerzen. 14 Mal schon dieses Jahr. Jeder kann nachzählen, wir befinden uns im Monat Juli. 14 Mal war er dieses Jahr schon in einem Krankenhaus wegen akuten Bauchschmerzen, ein Kind geschiedener Eltern. Gut, die Eltern, die Ärzte finden nicht wirklich eine Ursache dafür. Und dieses Kind, seine Mutter, ist die Arbeitskollegin von der Schwester meiner Frau. Ganz kompliziert, Familien-Sachen sind. Meine Schwägerin. Von meiner Schwägerin, die Arbeitskollegin, der ihr Kind liegt im Krankenhaus. So, und dann hat sie zu ihr gesagt, meine Schwägerin hat dann zu dieser Mama gesagt, pass auf, ich habe einen Schwager, er heißt David Kraus, und der ist super süß und super nett und super das und super sell. Mein Tipp ist für dich, dein Sohn sollte mal mit ihm reden. Und dann war es wirklich so, dass sie hat dann mit mir gesprochen und ich habe dann natürlich gesagt, gerne rede ich mit diesem kleinen Jungen. Gut, jetzt habe ich mich mit dem kleinen Jungen getroffen und habe mit meiner Schwägerin drüber geredet und sie hat mir dann erzählt, dass das ein Kind geschiedener Eltern ist. Und dann habe ich mit dem Kind getroffen und habe natürlich am Anfang gefragt, was denn eigentlich in ihm vorgeht. Jetzt rein medizinisch. Warum hast du Bauchschmerzen? Was sagen die Ärzte? Wie ist es für dich? Und jetzt bist du schon im Krankenhaus. Rein jetzt rein medizinisch. Was ist los? Gut, und er erzählt mir, was los ist. Er hat ein Problem mit seinem Magen-Darm und das und akute Bauchschmerzen. Die Ärzte haben nicht wirklich eine Lösung und das und das und jenes. Gut, und dann habe ich ihm die Frage gestellt. Da habe ich zu ihm gesagt, ich verstehe, dass es für dich unendlich schwer ist, immer wieder ins Krankenhaus gehen zu müssen. Es ist ja unangenehm, in einem Krankenhaus zu sein. Aber dennoch würde mich interessieren, weil du jetzt ja schon 14 Mal im Krankenhaus warst dieses Jahr, über einige Tage hinweg. Gibt es vielleicht dennoch irgendetwas, das dir in diesem Krankenhausbesuch gefällt? Trotz dieser unangenehmen Erfahrung, im Krankenhaus zu liegen mit unendlichen, mit starken Bauchschmerzen, gibt es dennoch etwas, das dich dennoch glücklich stimmt? Gibt es sowas? Und jetzt passt mal auf, was dieser kleine Junge zu mir sagt. Er sagt zu mir, ja. Denn immer wenn ich im Krankenhaus bin, sind Papa und Mama zusammen bei mir und sie streiten nicht. Eine Bombe, oder? Immer wenn ich im Krankenhaus liege, sind Mama und Papa gemeinsam bei mir, sie kümmern sich um mich und sie streiten nicht. Und das bereitet mir eine Riesenfreude und das macht mich glücklich.
So, was habe ich jetzt hier entdeckt, meine Lieben? Was habe ich entdeckt jetzt sofort mit dieser Aussage von diesem kleinen jungen Mann? Natürlich habe ich weiter geforscht, aber im Großen und Ganzen war das für mich schon ein klares Indiz dafür, dass der wahre Grund für die akuten Bauchschmerzen für diesen kleinen Jungen, was sind das? Das ist ein klarer Fall von einer psychosomatischen Nebenwirkung. Das ist ein psychosomatisches Auftreten. Was bedeutet überhaupt der Begriff psychosomatisch? Oder Psychosomatik? Das bedeutet, dass die Ursache hauptsächlich in der Psyche sich befindet und dann im Körper als Symptom zum Ausdruck kommt. Genau das passierte jetzt mit diesem jungen kleinen, mit diesem kleinen Jungen. Er will überhaupt nicht krank sein. Ihm fehlt eigentlich gar nichts im Bauch. Aber seine Psyche, die hauptsächliche Ursache für seine Bauchschmerzen befindet sich in der Psyche. Und dann tritt eben im Körper als Symptom starke Bauchschmerzen bei ihm auf. Denn was will er in der Psyche? Er will, dass seine Eltern zusammen sind. Er will nicht, dass seine Eltern sich scheiden lassen. Er will, dass Mama und Papa zusammen sind. Dass Mama und Papa für ihn da sind. Dass Mama und Papa nicht streiten. Das will dieser Junge. Aber dass es nicht passiert, dass sie immer streiten. Und er sieht seinen Papa nicht. Und er weiß nicht, wann er seinen Papa wieder sieht. Und wenn jetzt, und dann streiten sie. Sie streiten andauernd. Weil, wenn er mit der Mama ist, dann sagt er zu Mama, ich will nur bei dir sein, ich will nur, weil ich liebe dich. Und wenn er beim Papa ist, sagt er zum Papa, ich will nicht von dir weg, ich will nur bei dir sein. Und dann streiten sie, weil du bist eine Rabenmutter. Der Sohn sagt, er will gar nicht zu dir zurück, er will nur bei mir sein. Und die Mutter sagt, ja, er will gar nicht zu dir, weil er will immer nur bei mir sein. Und das Kind ist hin und her gerissen, denn in Wahrheit will er wirklich nur bei seiner Mama sein. Und in Wahrheit will er wirklich nur bei seinem Vater sein. Aber er kann nicht nur bei Mama oder Papa sein. Er möchte um wirklich nur bei Mama und Papa zu sein, braucht man Mama und Papa zusammen in einem Heim und das hat er eben nicht. Und die einzige Situation, wo er das bekommt, ist im Krankenhaus. Und das hat schon so weit den Bogen gespannt, dass er 14 Mal dieses Jahr im Krankenhaus war. Und ich war sehr glücklich, dass meine Schwägerin mich mit diesem Kind hat reden lassen, denn dadurch habe ich ihm jetzt halt Werde ich ihm jetzt, habe ich ihm schon geholfen, viel, 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 viel Probleme zu ersparen. Ich habe mit seiner Mutter gesprochen und habe ihr gesagt, pass auf, das ist für mich eindeutig ein klarer Fall von Psychosomatik und bitte kümmere dich drum. Das bedeutet, ich habe hier einen Spezialisten einen guten Psychologen, von dem ich an der Uni selbst mal unterrichtet wurde, ein super Psychologe ist es, von dem ich auch viel gelernt habe. Der hat sich auf das spezialisiert, das ist ein Spezialgebiet, das ist Psychosomatik bei Kindern, insbesondere bei geschiedenen Kindern. Deswegen habe ich sie weiterverwiesen zu diesem Mann und ich weiß, dass das Kind dadurch seine Erlösung erfahren wird, der sagt das Schem. Sich mit viel gebeten. Aber wir sehen es, jeder von uns kennt es, wir alle kennen das, dass dieses Psychosomatik, dass ein Kind will nicht in die Schule, es ist kerngesund, es will nicht in die Schule und es weigert sich unheimlich stark in die Schule zu gehen. Es weiß, dass wenn es krank ist, ist die einzige Möglichkeit, nicht in die Schule zu kommen und auf einmal bekommt er einen Streptokokk. Auf einmal hat er eine Halsentzündung. Woher kommt denn diese Halsentzündung? Du warst kerngesund, auf einmal hat er eine richtige Halsentzündung. Diese richtige Halsentzündung, woher kommt die? Eben von dieser Psychosomatik. Von Betroffenen werden die Zusammenhänge aber übergehend in der umgekehrten Reihenfolge wirklich wahrgenommen. Das bedeutet, dass das Erste, was die Patienten bewusst empfinden, das ist beispielsweise Herzrasen. Okay? Und das Herzrasen, das kommt völlig überraschend. Jetzt, wie im heiteren Himmel spüre ich spüre das Symptom. Und sozusagen aus dem Nichts kommt dieses Herzrasen und dann kommt natürlich die Angst, beispielsweise vor einem Herzversagen.
Und die Angst ist oft so intensiv. Und die Symptome sehen unter Umständen so echt aus und breiten sich in der Vielfalt so schnell aus, dass die Patienten beispielsweise wegen Verdacht auf einen Herzinfarkt sogar sich sehr schnell in einer Intensivstation wiederfinden und eben dort überwacht werden müssen. Und all das, wo? Hier. Er hat irgendein psychisches Problem. Sowas gibt es. Psychosomatik. Er hat irgendein psychisches Problem und das belastet ihn so sehr. Das belastet ihn so sehr. Und deswegen sage ich ihm, es ist sehr wichtig, dass wenn dich was belastet, entferne dich davon. Sprich das von deiner Seele. Sprich das von deiner Seele. So wie Rabbi Nachman uns immer wieder das lehrt, Rabbi Nachman, der große kabbalistische Psychologe aller Zeiten. Wie er uns das immer wieder aufträgt. Du hast irgendein Drama, irgendetwas, das dich belastet. Spreche darüber. Rede darüber. Rede darüber. Rede. Wo finden wir das? Ich habe euch schon mal erklärt, was ist ein Trauma? Ein Trauma ist, dass die Sache nicht von selbst verheilt. Wie zum Beispiel ein Schnitt, eine Schnittwunde, tack, jetzt habe ich hier ein Trauma. Denn meine Hand kann jetzt nicht mehr selbst verheilen, ich habe jetzt ein Trauma und dieses Trauma muss jetzt geheilt werden, wie? Indem man das verheilt. Indem man von außen die Heilung beifügt, durch Cremen, Salben, vielleicht Nähen, etc. Psychisch, wenn ich ein Trauma erleide, dann habe ich keine Worte, um darüber zu sprechen. Deswegen ist das Allerwichtigste, meine lieben Freunde, und das ist auch die Nächsten, über die wir uns erweisen, so oft gesprochen haben. Wenn du jemandem einen Gefallen tun willst, hör einfach nur zu. Sei einfach ein guter Zuhörer. Lass ihn reden über das Problem. Er hat jetzt Liebeskummer. Es kann einen Menschen verrückt machen. Lass ihn über diesen Liebeskummer reden. Er hat irgendein anderes Problem. Sei da, lass ihn reden. Lass ihn reden, lass ihn reden, lass ihn reden. Durch dieses Reden verarbeitet er dieses Trauma und es löst sich. Wo sehen wir das? Wir wissen, dass wenn ein Mensch auf die Welt kommt, zum Beispiel als Jude, so wie ich, dann ist in meiner DNA alles Jüdische. Befindet sich in meiner DNA. Ein Deutscher, in dem befindet sich alles Deutsche in seiner DNA. Ein Australier, alles Deutsch, alles Australische befindet sich in seiner DNA. Ich als Jude, alles Jüdische befindet sich in meiner DNA. Das bedeutet, wir als Juden waren in Ägypten, so erzählt die Tora, und wir haben den Auszug aus Ägypten erlebt. Auch ich war dorten. Es war nicht jetzt, aber in meiner DNA ist es verankert, dass ich dorten war. Das bedeutet, dass in meiner DNA als Jude ist auch dieses Trauma, das ich erlitten habe bei dem Auszug aus Ägypten, das befindet sich in mir. Und deswegen haben unsere Weisen für alle Generationen bis in alle Ewigkeit bestimmt, dass wir am Pessach, an dem Fest Pessach was tun? Wir lesen die Haggadah. Was ist denn die Haggadah? Das ist die Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Die ganze Familie sitzt zusammen, alle sind beieinander und jeder erzählt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und wir sehen hier etwas sehr Interessantes, dass alle Juden auf der Welt, säkuläre Juden, Juden, die vom Glauben überhaupt nichts, sie pfeifen auf den Glauben, null Interesse, aber hier sitzen sie, auch hier, sie wollen das, sitzen und erzählen sich das. Warum? Warum? Denn in unser DNA ist es verankert, dieses Trauma, das wir hatten. Und wie löst sich ein traumatisches Erlebnis? Indem man darüber spricht. Wir sehen also das, was heute in der Psychologie schon fix ist, sehen wir, dass unsere Weisen das schon vorgelegt haben. Und deswegen ist es sehr wichtig. Wir sehen also hier zum Beispiel von diesem Volksdrama, dass man immer wieder darüber spricht, dass es sehr wichtig ist. Auch zum Beispiel jetzt der Holocaust, was ja für das jüdische Volk ein Drama ist. Zweifelsohne.
Und immer wieder wird darüber geredet und das war aufs Neue. Immer wieder höre ich, ja, wieso muss man jetzt da einen Gedenktag machen und so weiter und so fort. Warum? Weil man macht diesen Gedenktag und man redet wieder darüber. Dieses darüber reden, das befreit. Und dieses Befreien ist sehr, 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 sehr wichtig. Und jeder von uns kennt es selbst. Dass wenn dich irgendetwas sehr, sehr, jeder von uns war schon mal in irgendeiner Situation, wo dich etwas wirklich belastet hat. Und diese Sache, die dich belastet hat, hat dich dann wirklich so stark belastet und wirklich so beeinflusst, dass du auf einmal richtig traurig wurdest, richtig depressiv wurdest, richtig krank wurdest oder richtig Bauchschmerzen bekommen hast und so weiter und so fort. Deswegen muss man aufpassen bei diesen psychosomatischen Sachen, denn typischerweise wiederholt sich dieser Ablauf, dass quasi das Symptom erstmal da ist. Und man gar nicht versteht, dass irgendwas, dass mich im Kopf etwas belastet, typischerweise wiederholt sich dieser Ablauf nach gewissen Pausen mehrmals und oft eben mit ganz anderen Symptomen, die aber eben genauso schmerzlich, bedrohlich und auch organisch für alle Beteiligten, auch für Ärzte, richtig bedrohlich sind. Die Ärzte sehen das als Bedrohung und eben bei diesen typischen Patienten, das ist meine Erfahrung zumindest, dauert es eben oft zwischen 5 bis 10 Jahre oder sogar länger, bis er dann eben mal bei einer Sprechstunde landet und über das redet, was in seinem Kopf sich angestaut hat. Deswegen meine Bitte an euch. Du hast irgendwas, das redet drüber. Sprich das von dir weg. Tu das weg. Und insbesondere jetzt hat, wir haben gesprochen über Kinder innerhalb einer, wo sich Eltern scheiden lassen. Das Kind, das erlebt einen Horror. Einen Albtraum, einen Horrorfilm par excellence. Einfach hammermäßig, was in ihm da vorgeht. Aber jeder, der das wirklich mal visualisieren möchte, was los ist, der soll sich mal den Film anschauen. Kramer gegen Kramer, das ist also mit K-R-A-M-E-R gegen Kramer gegen Kramer auf Deutsch. Das ist ein Film, der wird aus therapeutischer Sicht sehr, sehr oft benutzt. Das ist ein Film, in dem Dustin Hoffman die Hauptrolle hat, ein Film aus dem Jahr 1979, der aus einer wahren Begebenheit besteht, nämlich dass der Dustin Hoffmann quasi, er ist quasi ein Werbekaufmann, sehr, sehr erfolgreich. Sein Chef liebt ihn und er bekommt jetzt den Auftrag überhaupt. Und er bekommt jetzt den Auftrag überhaupt und er war eh nie wirklich zu Hause und seine Frau mittlerweile ist eine richtige Midlife-Crisis. Ihr Mann ist nie zu Hause und ihr Mann ist immer nur unterwegs, arbeitstechnisch. Und sie fühlt sich emotional überhaupt richtig entfremdet von ihrem Mann. Hat nie drüber gesprochen. Die Frau hat nie drüber gesprochen. Hat nie irgendetwas unternommen, damit zusammen wieder was ist. Und am Ende hat sie sich dann, und sie haben gemeinsam, ich denke, es war ein 5-jähriger Sohn. Und dann haben sie sich entschlossen, diese Geschichte wird in dem Film beschrieben. Und dann hat sie sich entschlossen, von heute auf morgen ihren Mann zu verlassen. Und er kam dann nach Hause von der Arbeit. Hey Schatz, und ich kann es dir vorstellen, ich habe jetzt den Job überhaupt bekommen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, okay. Und er redet nur voll Euphorie. Und dann sagt sie, ich verlasse dich. Und er sagt, wie? Was? Und sie redet halt dann weiter und erzählt ihm halt dann, dass sie ihn verlassen wird und dass sie es absolut ernst meint und packt ihre Sachen und geht. Und sie ist gegangen und hat dann ihren Sohn richtig allein gelassen. Ich glaube über 18 Monate oder so. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Es ist schon ein bisschen länger her, wo ich den Film gesehen hatte. Auf jeden Fall hat sie ihren Sohn richtig verlassen. Sie hat sich in eine Psychotherapie begeben, weil sie einfach total psychisch auch kaputt war. Und dann sieht man das Ganze drumherum, was überhaupt los war jetzt mit diesem Kind. Was erlebt dieses 5-jährige Kind?
wie das Kind sich selbst verantwortlich macht. Mama hat mich verlassen. Und warum ist Mama gegangen? Und dann die Streitereien und hin und her und das ganze Drumherum. Ein richtig herzergreifender Film, der wirklich zeigt, was ein Kind fühlt, was überhaupt los ist und das ganze Drumherum und der ganze Dreck drumherum dann mit den Gerichtsverhandlungen und da. Ich kann es wirklich empfehlen. Schau dich den an, weil danach wirst du keine Lust mehr haben, dich scheiden zu lassen. Von dem einmal abgesehen, dass man wissen muss, dass statistisch ist bewiesen, dass ein Kind, eine Scheidung das ist für einen jetzt in dem Fall eine Scheidung das ist ein Trauma in der zweiten Rangliste. Der Verlust eines Kindes, das ist das Erste, und danach ist eine Scheidung. Man weiß das gar nicht. Man denkt, ja, lass mich scheiden und dann bin ich befreit. Nein, das ist ein traumatisches Erlebnis, das dich begleitet dein Leben lang. Das ist nach dem Erlebnis, ein Kind zu verlieren, Gott behüte, ein starkes Erlebnis. Statistisch sagt nicht ein Kind, sondern ein Sohn, der Verlust eines Sohnes. Und dann die Scheidung und danach geht's dann weiter mit anderen Verlusten. Was sehr, sehr interessant ist. Und eben deswegen, ganz ehrlich, wieso scheiden lassen? Von dem abgesehen, dass diese ganzen Märchen, die uns sagen, weiß machen wollen, dass eine Scheidung, dass das sehr rentabel ist für die Frau, weil sie bekommt ja Alimente von ihrem Mann, das ist alles Blödsinn. Alles Bullshit. Entschuldigung für den Ausdruck. Ganz klar, denn bei einer Scheidung gibt es nur Verlierer auf finanzieller Sicht. Ganz, 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 ganz klar. Absolut ja. Absolut ja. Es ist ein Verlustgeschäft, eine Scheidung. Deswegen, aber wir reden ja nicht über das Geld, sondern hier um eben die Seele des Kindes, was sehr, sehr wichtig ist. Weil ich sehe das nämlich in letzter Zeit jetzt doch öfters. Und mir tut's leid einfach. Mir tut's leid. Insbesondere für die Kinder tut es mir leid. So wie ich solchen Seelen jetzt mit diesem Kind, der 14 Mal schon im Krankenhaus war, und warum nur, weil seine Eltern einfach die anderen streiten und verzoffen und warum? Warum? So unnötig. So unnötig. Und dieser Film, von dem ich eben gesprochen habe, dieser Kramer gegen Kramer, er beschreibt auch vorzüglich noch eine Statistik, nämlich, dass nach einer Scheidung Väter sehr oft hervorragende Väter werden. Denn durch die Scheidung erlebt der Mann sozusagen den Verlust seines Familienlebens und er lernt dadurch richtig zu schätzen, was er eigentlich hatte, nämlich ein bezauberndes Kind. Und jetzt auf einmal fällt ihm das auf, er wird sich jetzt erst richtig dessen bewusst und jetzt auf einmal wird er ein besserer Vater, was heißt, ihm wird auf einmal klar, dass er sein Kind nicht mehr sehen kann, wann immer er möchte, sondern nur zu bestimmten Zeiten darf er sein Kind sehen und eben nicht mehr, wann er es will. Und auf einmal nimmt er sich dann 2 Tage in der Woche frei oder unternimmt was oder ist ein richtig toller Vater oder so wie in dem Film, dieser Werbekaufmann, dieser Dustin Hoffman, in diesem Film heißt dort ein Ted, glaube ich. Man sieht es vorzüglich, wie er eben. Er war ja absolut nur Arbeit fixiert. Erfolg, Karriere. Und auf einmal geht er zeitig aus der Arbeit raus. Er ist zeitig zu Hause für sein Kind, holt ihn ab, nimmt ihn zur Schule, holt ihn von der Schule ab, nimmt ihn da, nimmt ihn. Man sieht also, wie er auf einmal aufopfernd ist. Und am Ende wurde er dann sogar entlassen, weil sein Chef war immer nur, er hat gesehen, er ist 24 Stunden, ist er da, ist immer da. Und jetzt sagt er, nein, ich kann nicht, ich muss jetzt gehen, weil ich muss meinen Sohn abholen und das und wurde er rausgekickt aus seiner Arbeit und Wahnsinn. Und genau das und die Mütter,
die geschiedenen Ehefrauen sozusagen, die flippen regelrecht aus, wenn sie sehen, dass die Männer jetzt nach der Scheidung auf einmal bessere Väter werden. Sie verstehen nicht, was ist denn jetzt hier los? Warum warst du die ganze Zeit nicht so? Wieso warst du nicht so? Wieso warst du nicht so ein toller Mann in der Ehe? Hätte ich mich doch gar nicht scheiden lassen von dir. Wieso warst du so ein toller, warum warst du, wieso bist du jetzt auf einmal Vater? Und man sieht wirklich, dass in der Regel werden geschiedene Männer auch bessere Partner. Was sehr interessant ist. Und eben deswegen sage ich euch jetzt, bemüht euch innerhalb eurer Ehe, strengt euch an, tut was dafür. Macht es zum Beispiel, geht zum Beispiel dieses Szenario durch. Ich habe jetzt ein Paar gehabt, ein Paar, das sich scheiden lassen wollte. Heute wollen sie sich nicht mehr scheiden lassen. Buch ist Schem. Da konnte ich einen großen Erfolg setzen. Und ich habe ihnen Folgendes geraten. Die waren schon richtig sauer. Die wollten sich richtig, richtig scheiden lassen. Ja. Und sie wollten gar nichts hören von wegen Hausfrieden und so weiter. Und Liebe hin und her. Und sie wollten sich einfach scheiden lassen. Da habe ich zu ihnen gesagt, passt auf. Okay. Wisst ihr was? Lasst euch scheiden, okay. Aber ich möchte, bevor ihr das tut, dass ihr zu Hause, sie waren immer noch zu Hause, also er nicht raus, also sie, ich habe zu ihnen gesagt, lasst es, spielt mal eine Scheidung durch. Das bedeutet, innerhalb eurer Beziehung, und das rate ich auch jedem, der das mal spüren will, wie es ist. Ich habe das selber auch mal getan. Das bedeutet, der Vater hatte zum Beispiel, er darf sein Kind nur einmal in der Woche sehen. Sagen wir mal, die volle Verantwortung auf das Kind hast du einmal in der Woche. Setze du einmal in der Woche, tu einen Tag in der Woche richtig so einplanen, nur für dein Kind bist du da. Von A bis Z nur für dein Kind. Und die Frau von A bis Z ist frei. Tut es mal. Du nimmst das Kind in den Kindergarten. Du holst das Kind vom Kindergarten ab oder von der Schule holst du es ab und danach machst du was mit ihm. Du fährst mit ihm in einen Park, im Zoo, was weiß ich wo. Du bist den ganzen Tag unterwegs und der andere nicht. Und das machen wir über einen gewissen Zeitraum und dann wirst du merken, wie toll das eigentlich ist, die Verbindung mit deinem Sohn. Und dann gibst du deiner Frau gleichzeitig auch ein bisschen Luft, weil immer nur sie alleine mit dem Kind schwierig. Und dann merkst du das auch, wie schwierig das wirklich ist, wenn du jetzt mit dem Kind unterwegs bist, das Kind will ein Eis und jetzt ist das Kind 3 Jahre alt und schlägt das Eis und alles ist dreckig und es muss es schon wieder sauber machen und hier verpasst sie sozusagen die Toilette und pinkelt sich selbst an. Und so weiter und so fort. Und mach das mal selbst. Und dann weißt du, was zu Hause die Frau so alles miterlebt. Und so wirst du auch ein besserer Vater, weil du einfach den Kontakt suchst zu deinem Kind. Und dann hast du mehr Respekt zu deiner Frau und die Frau hat dann mehr Respekt zu dem Mann, weil sie sagt, hey, er ist ein toller Vater, er kümmert sich nicht nur um sein Zeug, Egoist wirft die Kinder auf mich. Nein, es ist ein Miteinander und durch dieses Miteinander kann man dann wirklich ein Olymp zu Hause dann doch schaffen. Und eben alles der Kinder zuliebe, denn ich sagte zwar eben, dass die Statistik sagt, dass nach einer Scheidung Väter oft bessere Väter werden, super, das bedeutet aber jetzt noch lange nicht, dass man sich scheiden lassen soll, im Gegenteil, denn statistisch schaut es nämlich bei Kindern geschiedener Eltern sehr, sehr schlecht aus, denn ich habe mir die Statistik ja ausgedrückt, hier heißt es, 80% der geschiedenen Kinder haben gewaltige Verhaltensstörungen. Sie beenden nicht die Schule. Oder sie verlassen ihren Glauben. Das bedeutet, sie haben ihr Leben gelebt in einen Weg der Gläubigkeit und sie haben jetzt den Glauben einfach verlassen. Und verlassen den Glauben und das ist schade, denn es geht darum, das hier zu machen, ein Glückskind. Mach aus deinem Kind ein Glückskind, dass es ein richtiges Glückskind wird. Mach es einem Glückskind. Voller Liebe, voller Freude, voller... Ein Kind braucht Mama und Papa gemeinsam. Und wenn Mama und Papa gemeinsam nicht da sind, dann ist es schade. Und jedes Problem lässt sich lösen, jedes Problem lässt sich lösen, jedes Problem. Jedes Problem lässt sich lösen. Jedes Problem lässt sich lösen. Es gibt kein unlösbares Problem. Du musst einfach nur daran arbeiten, den anderen zu akzeptieren und zu wissen, hey, er ist der Vater meiner Kinder, sie ist die Mutter meiner Kinder.
der Kinder zuliebe. Und wir sehen das ganz klar, dass es einfach schwere, schwere, schwere Probleme eben gibt. Und auch in der Zukunft wird Kinder geschiedener Eltern lassen sich dann selbst scheiden und dann hast du das und willst du das und so weiter und so fort. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es keinen Shiur, denn es ist die Shabbat. Und ihr merkt es an mir, das ist die drückende Stimmung. Es ist die drückende Stimmung in dieser Zeit. Und deswegen, wir müssen dann arbeiten. Nur Nächstenliebe, da zu sein. Öffne deine Augen, wenn du jemanden, einen alten Mann siehst, der mit seinem Gepäckproblem hat, hilf ihm. Wenn du siehst, dass ein Paar auseinandersetzt, hilf diesem Paar. Und wenn du das alles tust, dann wirst du auch First Class sitzen und wenn du First Class sitzt, wird alles super laufen und in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich eine tolle, tolle Nacht und nächste Woche einen einfachen Fastentag und wir sehen uns in 2 Wochen voller Freude und voller Glück und voller Liebe und voller Enthusiasmus wieder. Gute Nacht.